Gorni, komm her! Warum dauert das so lange? Was ist, Boss? Es ist soweit. Der König wird immer schwächer. Die Truppen sollen sich bereithalten. Unsere Geduld wird sich schließlich bezahlt machen. Ja! Unsere Zeit ist endlich gekommen. Zeit? Ha! Rede nicht von Dingen, die du nicht verstehst. Die Welt zerbricht. Alles, was Struktur besaß, wird über kurz oder lang vom Fluss der Zeit hin fortgespült. Was bleibt, ist Staub und Rost. Moder, Schutt und endloser Schmerz. Du sprichst von deinen Wunden, was? Es ist die verstreichende Zeit, die mir zu schaffen macht. Sie ist wie Gift für mich. Sie nagt an meinem Fleisch. Sie frisst sich durch mein Blut, so wie sie sich durch das Land frisst, das langsam vor unseren Augen zerfällt. Es ist die Schuld des Königs. Er hätte die Macht, all das aufzuhalten. Aber er ist feige und verkriecht sich in seinen Gemächern. Er wird dafür büßen. So ist es. Ja! Du wirst den König zerquetschen wie einen Nacktschnecke. Du wirst ihn auseinandernehmen und auf den Einzelteilen herumtanzen. Und die Massen werden dir zujubeln. Trampelt stärker! Trampelt stärker! Gorni! Und sie werden singen. Großes Fest und bunte Wimpel. Gorni! Unter meiner Herrschaft wird es nichts zu lachen geben, Gorni. Keine Wimpel, keine Musik. Diese Welt ist ein kaputter Ort. Ein Ort des Verfalls. Ein Ort des Todes. Gesang und Tanz. Pah! Das ist jetzt vorbei. Die letzte Stunde des Königs hat geschlagen. Und nun zurück mit dir auf deinen Posten. Ich will die Truppen inspizieren. Das müssen die Askil sein. Und sie planen einen Angriff auf den König. Wo bin ich da noch wieder reingeraten? Das war gerade auch meine Vermutung, dass das die Askil sein müssten. Aber da gibt es ja verschiedene Arten von Askil. Aber der eine hat ja so komische Hörner. Und der andere nicht. Kerzenhalter. Anschauen. Der Sprite vom Fenster ist gerade etwas herausgekommen. Flutscht. Hat er da Seil und Stein? Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. Das war jetzt eher eine wahllose Kombination. Naja, Seil und Stein. Nein, die sind nur dafür da, um mich einzuschüchtern. Und ich darf hinzufügen, die machen das ganz gut. Ich finde die cool. Steinscheibe. Was sind das für merkwürdige Steinplatten? Das sieht aus wie so Pfeile. So Richtungspfeile. Okay. Das Horn. Kann ich mir das anschauen? Wahrscheinlich ja, aber das nehmen kann ich wahrscheinlich dann nicht. Was war das nur für ein Tier? Ich glaube, ich möchte es gar nicht wissen. Kann ich da das Seil runterhängen lassen? Hm. Und in diesem Moment erschlug der lustige Clown die fremde Kreatur mit einem schweren Stein. So weit ist es schon mit mir gekommen. Das ist gar nicht. Kann aber offensichtlich war das nicht vorgesehen. Können wir das denn wieder mitnehmen? Oh je, ich war schon immer schlecht im Knotenpulen. Ach komm, Sadwick. Könnten wir da rein? Sein und Stein hier. Ich kann
kann es nicht mitnehmen. Es ist oben festgeknotet. Reiß es ab. Egal. Komm, gehen wir da lang. Spot passt hier automatisch ganz gut. Da ist ja überall Feuer. Schlachtplan, gucken wir uns den mal an. Das ist ein Schlachtplan. Oh je. Die Aske plant tatsächlich einen Angriff auf Corona. Sprechen. Oh je. Die Aske plant tatsächlich einen... Kann ich den mitnehmen? Ich glaube nicht, dass ich die Aspel auf diese Weise von ihrem Vorhaben abbringen kann. Kann ich diese Steinscheiben gleich vielleicht eindrücken? Was sind das für merkwürdige Steinplatten? Das weiß ich auch nicht. Mal gucken. Ich glaube, dafür benötigt man eine Art Schläge. Natürlich. Was ist das denn? Ein Eimer. Nein, ich komme nicht ran. Dann werf Spot dahin. Kann ich Spot in irgendeiner Form da hochwerfen? Wenn ich da nicht rankomme, dann schafft es Spot erst recht nicht. Wenn du ihn wirfst, dann schon. Vielleicht als John Biermann. Wenn ich da nicht rankomme, dann... Halt nicht, dann lass das doch, Mann. Spot könnte das Seil abfangen. Was ist denn hier los? Hey, aufwachen! Oh oh. Oh oh. Nicht gut. Was ist passiert? Wer hat dir das angetan? Ein Eindringling? In meinem Hauptquartier? Na, warte. Wer wagt es? Nur ein trauriger Alter. Trauriger. Na, wen haben wir denn da? Einen kleinen Schnüffler. Ein was? Ein Schnüffler? Nein. Mein Name ist Sedgwick. Ich bin nur ein Clown. Ein harmloser, kleiner Clown. Weiter nichts. Ist dir klar, wo du dich befindest, kleiner Clown? Ich muss irgendwo falsch abgebogen sein. Falsch abgebogen? In der Tat. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich, Sam. Die schlechte Nachricht ist, du hast einen sehr, sehr dummen Fehler begangen. Oh, und die gute? Die gute Nachricht ist, es war dein letzter Fehler. Garnet! Was ist das? Bring diesen Eindringling in die Zelle. Auf welche Weise ich ihn für seine Dummheit bestrafen werde. Oh Mann. Oh je, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das stimmt, das ist echt nicht gut. Ich bin am Überlegen. Ich mache jetzt wohl erstmal nur 10 Minuten Aufnahmen. Also Folgen. Weil, ja, es läuft gerade nicht alles so, wie ich mir das letztens vorgestellt habe. Also, wie ich es mir vorgestellt habe, so läuft es nicht. Aber da egal. Da unten ist Wasser, wenn man diese trübe Brühe denn so nennen will. Okay. Ja, ich meine, ob 10 oder 15, 20 Minuten, also ob 10 plus minus ein paar, plus ein paar Minuswerke, glaube ich, etwas schlechter. Oder ab 15 bis 20 Minuten ist ja eigentlich egal. Ich möchte halt mal täglich auch ein Video bringen. Jetzt 2 nach der Woche jetzt. Und deswegen mache ich jetzt erstmal nur 10 Minuten. Kann sein, dass ich das in der nächsten Aufnahmesession direkt wieder umschmeiße und sage, okay, mach doch 15 Minuten. Aber jetzt gerade für diese Aufnahmesession war ich mit 10 Minuten Folgen. Ja. Okay. Dann gucken wir uns mal hier um. Heuhaufen. Ha! Hier drin etwas Nützliches zu finden wäre buchstäblich wie die Nadel im... Hey, Moment mal. Da war ja tatsächlich eine Nadel in diesem Heuhaufen. Irgendjemand da oben macht sich über mich lustig. Naja, was heißt unter dich lustig? Irgendjemand da oben will dir wahrscheinlich helfen, denn du musst damit eventuell das Schlüssel... Tja, ich
Ich wusste es. Ich bekomme die Nadel nicht weit genug in das Schloss rein. Ich bräuchte eine Art Verlängerung.